Florian Silbereisen ist jetzt bei uns. Florian, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Servus, Sonja. Servus, Gary. Es freut mich total. Ich bin so happy. Ah, mein Schatzli. Endlich bei uns. Großartig. Total schön habt ihr es hier. Echt schon, gell? Ja, wunderbar, oder? Richtig gemütlich, gell? Und ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass ihr beide auch einen Weihnachtsbrauch pflegt. Ihr trefft euch und ihr kocht da miteinander, oder? Ja, wir bereiten vor gemeinsam. Ganz entspannt. Mhm. Und eigentlich reden wir die ganze Zeit und sitzen gemütlich zusammen. Und Essen ist ja etwas Schönes. Ich koche sehr gern, der Gary auch. Und meistens kommt da auch was ziemlich Gutes raus. Und dann einfach zusammensitzen, das ist ja auch Weihnachten. Sich mit Freunden treffen, Zeit nehmen, kein Stress. Hinsetzen, gut essen, ein Glas Wein trinken, genießen. Was wollen wir mehr? Du hast uns musikalisch auch was mitgebracht, Florian. Mhm. Wir freuen uns total drauf. Ja, auf das Lied und brennen 100.000 Kerzen. Ja. Ein sehr emotionaler Song für mich auch. Rudi Müssig hat dieses Lied geschrieben und komponiert, produziert. Und er ist in diesem Jahr leider von uns gegangen. Ein ganz großer Komponist, der auch die Schürzenegger musikalisch sehr geprägt hat mit vielen Hits. Und so ein Song, mit dem man, glaube ich, gerade in dieser Zeit auch gerne mal an die Menschen erinnert, die leider nicht mehr bei uns sind. Dann freuen wir uns jetzt auf Florian Silbereisen und brennen 100.000 Kerzen. Ich geh mal rüber. Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach Nähe und Geborgenheit. Denn kein Mensch ist eine Insel, gerade jetzt in dieser Zeit. Da zündet einer eine Kerze an und dieses winzig kleine Licht hat so viel Kraft, dass es ein Stück der tiefsten Dunkelheit durchbricht. Und brennen 100.000 Kerzen und nicht nur eine ganz allein, dann kann für einen Augenblick lang plötzlich alles anders sein. Und brennen 100.000 Kerzen überall im ganzen Land, dann kann man endlich Weihnacht spüren, als reichten alle sich die Hand. Wie oft glaubt man, unsere Träume gehen in der Wirklichkeit verloren. Und wie oft spürt man jede Wärme, wie zu Eis scheint sie gefroren. Da zündet einer eine Kerze an, mit einem Lächeln, einem Blick. Mit seiner Hilfe, seinem Wort schenkt er dem anderen etwas Glück. Hunderttausend Kerzen brennt. Und brennen 100.000 Kerzen.
ich Weihnacht spüren, als reichen alle sich die Hand. Dann kann man endlich Weihnacht spüren, überall im Land. Bravo, sehr schön. War wie emotional, toller Song. Danke euch. Sehr schön. Danke. Ach, Mensch. Darf ich fragen? Ich würde gerne was fragen. Florian, wenn du jetzt von dem Stress da ein bisschen runterkommst und zu Hause reinkommst, wie ist es bei dir, Weihnachten? Weihnachten ist für mich tatsächlich ein Fest, das nie verändert werden darf. Ich bin groß geworden, dass die Mama den Weihnachtsbaum schmückt. Wir Kinder dürfen ihn nie sehen. Dann wird gegessen und dann ist man schon ganz aufgeregt und unruhig und irgendwann klingelt das Glöckchen, dann ist Christkindl da und dann darf man reingehen ins Wohnzimmer und dann strahlt der Weihnachtsbaum. Bis heute hat sich da nie was dran verändert und immer wenn ich heimkomme, bin ich für einen kleinen Moment auch wieder das Kind. Und heute sehe ich da meine Neffen und meine Nichten dort sitzen, die gespannt sind, wann ist das Sauerkraut endlich weg und habe ich schon aufgegessen und wann geht's los? In die kleinen Zopfen. Ja, und dann klingelt das Glöckchen und dann kommt das Christkindl und dann spiele ich mit der Harmonika Stille Nacht und dann wird gesungen. Dann gibt es ein paar Plätzchen und dann schaut man eigentlich nur noch zu, wie sie die Kleinen freuen und ich liege dann eigentlich faul einfach mal auf dem Sofa und tue gar nichts. Das ist auch was sehr Schönes. Gibt es ein besonderes Weihnachten aus der Kindheit, an das du dich gerne erinnerst? Ein besonderes Geschenk vielleicht auch? Ja, das Geschenk, was mich mit Sicherheit am meisten geprägt hat, war natürlich meine Harmonika. Da gibt es Bilder, da bin ich 3 Jahre alt und da habe ich so eine kleine rote Spielzeugharmonika geschenkt gekriegt. Und nach diesem Geschenk hat mich nichts anderes interessiert. Kein Playmobil, kein Baukasten, sondern ich wollte dann immer nur noch mit dieser Harmonika rumlaufen. Und ja, das ist mit Sicherheit das Geschenk, das mein gesamtes Leben, mein musikalisches, alles geprägt hat. Ja. Das war für mich mit Sicherheit das schönste Geschenk, was ich nie vergessen werde. Florian, dann sagen wir vielen herzlichen Dank, danke, dass du auch da warst. Sehr gern. Große hat uns Freude. Sehr, sehr gefreut und ich wünsche euch beiden ein schönes Vorweihnachtsfest. Ja, und dass diese Freundschaft auch wirklich auf ewig hält. Und dazu passt jetzt der nächste Titel eines Weltstars, Dionne Warwick. Die war vor 4 Jahren hier bei uns in der Zauber.